Hi, jetzt will ich mit dir eine zweistellige mit einer anderen zweistelligen Zahl mal nehmen. Und zwar nehmen wir dazu die 23 mal die 44 mal als unsere Rechenaufgabe. So, und wir gehen genauso vor wie früher auch, nur jetzt haben wir hier nicht nur mehr eine einstellige Zahl, sondern eine zweistellige oder eine mehrstellige vielleicht sogar später mal. Das haben wir auch schon mal gemacht. Probieren wir es einfach mal. Also, wir gehen wieder so vor wie immer. Wir fangen ganz rechts an und nehmen diese 4 und multiplizieren dann nehmen diese 4 mit dieser 3 hier da. Also von beiden Zahlen jeweils die rechte, die 4 und die 3. Ja, und 3 mal 4 ist 12. Und das schreiben wir auch direkt hier drunter. Schön direkt in der Spalte unter der 4. Und die 2 schreiben wir auf und die 1 merken wir uns. Das kennst du auch schon. Und jetzt schreiben wir, was müssen wir jetzt auch nebendran schreiben? Wir wollen jetzt noch rechnen 4 mal 2. Und 4 mal 2 ist 8, steht aber schon eine 1 da. Das heißt, 8 plus 1 ist 9. So, dann haben wir jetzt schon mal die 4 mal die 23 gerechnet. Das ist 92. So, und jetzt müssen wir noch diese 4 mal 23 mal nehmen, damit die Rechnung vollständig ist. Und diese 4 ist ja eigentlich eine 40, ne? Das ist ja die 44, das ist ja die 40 aus der 44. Ist ja auch hier in dieser zweiten Spalte in der 10er Stelle. Und das machen wir jetzt einfach genauso. Dann nehmen wir uns eine andere Farbe. So. Und rechnen jetzt 4 mal 3. So, diese 4 mal 3 ist 12. Und das schreiben wir jetzt unter diese 4, ganz wichtig. Ich mache mal hier einen kleinen Trennstrich, dass wir das sehen. Das ist die 1er Stelle, das ist die 10er Stelle und es kommt jetzt in die 10er Stelle. Also, 4 mal 3 ist 12, schreiben wir eine 2 auf und 1 gemerkt. Und 4 mal 2 ist 8, steht schon eine 1. 1 plus 8 ist 9. Schreibe ich die 9, dann habe ich wieder 92. Ist ja eigentlich auch klar, weil 4 mal 23 eben war schon 92 und jetzt haben wir nochmal 4 mal 23 gerechnet. Aber man merke, diese 92 steht jetzt nicht genau direkt unter der 92, die steht um 1 verrutscht. Also eigentlich ist es eine 920. Ja, hier kann man sich auch eine 0 quasi merken. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir es zusammenrechnen. Was wir jetzt nämlich machen, ist einfach diese beiden Zahlen addieren. So, die nehmen wir einmal plus und dann schreiben wir hier 2 plus 0 oder da war vorher nichts. 2 plus nichts ist das gleiche wie 2 plus 0, also einfach 2. Dann haben wir hier 9 plus 2 ist 11. Schreibe ich die 1 hin und 1 gemerkt. Und 9 plus 1 ist 10 und die kann ich schon direkt hier hinschreiben. Das heißt, unser Ergebnis aus 23 mal 44 ist 1012.